Bitte. Mein Führer, die Russen erzielen Durchbruch auf Durchbruch. Reserven sind nicht mehr vorhanden, eine Versorgung aus der Luft findet nicht mehr statt. Das heißt, dass keine Munition mehr herangebracht werden kann. Im Norden steht der Russe kurz vor der Weidendammer Brücke. Im Osten am Lustgarten, im Süden am Potsdamer Platz. Speer, ja! Glaube, ich habe mich klar genug ausgedrückt. Also wenn Sie es jetzt so persönlich sehen. Nur um zu lernen, wie man Messer Gabel hält. Es war toll, ich habe es sehr genossen. Ich habe einen Kulturschock gehabt von Bremerhaven nach Salzburg. Ich will sofort zum Bericht. Von da an alle höheren Offiziere registrieren zu lassen, wie Stalin! Mein Führer, wenn Sie diese Pläne verwirklichen wollen, dann sollten Sie Berlin verlassen. Fegelein! Widerstand in den Weg gelegt! Tun Sie, was Sie wollen, das waren exakt seine Worte. Fegelein! Im Westen im Tiergarten, 300 bis 400 Meter vor der Reichskanzlei. Dann soll die Armee im Kehrt machen! Haben Sie noch Zweifel an einem Befehl? Ich glaube! Ich habe mich klar genug ausgedrückt! Jawohl, die Lage ist aussichtslos, aber sozusagen beschissen. Nur wenn Sie den hellen Tod sterben wollen. Mein Führer, bei allem gebotenen Respekt gestatten Sie die Frage, was soll aus den Frauen und Kindern werden? Den Tausenden von Verletzten und den Alten. Jeder hat mich belogen, sogar die SS! Die gesamte Generalität ist nichts weiter als ein Haufen niederträchtiger, treuloser Feigling! Sie nennen sich Generale, weil sie Jahre auf Militärakademien zugebracht haben, nur um zu lernen, wie man Messer und Gabel hält! Verrat an meiner Person! An meiner Person! Poor old man. Mein Führer, wir brauchen eine Anweisung für den Fall, dass die letzten Munitionsreserven aufgebraucht sind. Ach, Unsinn! Soll der Eid uns darin hindern, selbstständig zu denken? Mein Führer, wenn Sie diese Pläne verwirklichen wollen, dann sollten Sie Berlin verlassen. Na, meine Herren, was gibt's denn so Dringendes? Haben wir etwa einen Krieg verloren? Majestät, ich bedauere außerordentlich, mitteilen zu müssen, dass das deutsche Heer am Ende seiner Kraft ist. Wir haben dem Feind keinen Widerstand mehr entgegenzusetzen. Majestät! Wir müssen sofort um Waffenstillstand bitten. Die Sache duldet keinen Aufschub mehr. Was? Was wollen wir damit sagen? Ach so? Ich habe Eurer Majestät in Absprache mit dem Auswärtigen Amt etwas vorzuschlagen, was uns vielleicht retten könnte. Ein Friedensgesuch wird an die Amerikaner gerichtet, an Präsident Wilson, der sich als Friedensstifter angeboten hat. Um unsere Erfolgsaussichten zu erhöhen, sind allerdings einige Zugeständnisse innenpolitischer Art nötig. Ein Friedensgesuch? Niemals. Wir gehen mit unseren Diplomaten davon aus, dass Wilson überhaupt nur reagiert, wenn wir zumindest nach außen hin, Majestät, verzeihen den Ausdruck, zu demokratischen Reformen bereit sind. Was erzählen Sie dafür einen Quatsch? Noch bestimme ich die Grundlagen unserer Politik. Außerdem benötigen wir einen neuen Reichskanzler. Da die Zeit drängt, schlage ich Eurer Majestät einen Kandidaten vor, der sich für diese Aufgabe bereits selbst ins Gespräch gebracht hat. Prinz Max von Baden. Der Bademax. Mein Vetter. Nur über meine Leiche. Majestät,
Wir haben einen entsprechenden Erlass vorbereitet, den Majestät nur noch unterzeichnen müssten. Niemals. Ich stelle mich schon wieder vor vollendete Tatsachen. Als ob ich Ihr Hampelmann wäre. Majestät, es geht erst einmal nur darum, eine Fassade zu errichten. Zumindest für eine gewisse Zeit. Wir brauchen diese Waffenruhe. Wir brauchen sie, um das Allerschlimmste zu verhindern. Aber jetzt auch noch den Bademax. Als Reichskanzler. Du meinst, ich soll das unterschreiben, ja? Das Theater. Es ist alles nur ein großes Theater. Und dieses Theater hilft uns dabei, erst einmal das Volk bei der Stange zu halten und die Sozis schön bei Fuß. Vous avez vu qu'en un coup, le tsar de toute la Russie dans toute sa splendeur, éblouissant. Lorsqu'on est vaincu, sire, on a le choix entre deux solutions, soit on se couvre soi-même de sang ou de fanfreluche. Il a choisi les fanfreluches. Vous devez savoir, sire, que je suis comme vous. Je déteste les Anglais à un point que je ne saurais dire. Dans ce cas, sire, la paix est faite. J'ai fait faire ce tableau juste pour vous. Je tiens à ce que vous gardiez un souvenir de cette entrevue durant laquelle, au milieu du Niémen, l'empereur des Français et le tsar de Russie se sont rencontrés pour s'offrir mutuellement la paix. Vous croyez vraiment que la France vous a offert la paix? Moi, je dirais plutôt qu'elle vous l'a imposée. Les Français ont un tel don pour la nuance. C'est beaucoup plus qu'une nuance, sire. Si vous n'aviez pas accepté mes conditions, vous savez fort bien que j'aurais fait voler en éclats l'empire de votre allié austro-hongrois. Et que j'aurais porté la désolation au cœur de votre propre empire. Vous vous faites plus méchant que vous ne l'êtes. Non, je ne suis pas méchant, je suis vainqueur. Enfin, tout ce qui compte à mes yeux, c'est que nous avons bâti ensemble une paix honorable et surtout durable. Ça durera aussi longtemps que vous respecterez notre engagement. Tout ce qui est à l'est de la Vistule est à vous, mais tout ce qui est à l'ouest est à moi. Il y a un seul problème. C'est que ce petit fleuve passe à travers la Pologne. Et que la Pologne ne saurait être française. Mais comme il n'est pas question non plus qu'elle soit russe, je ne vois qu'une solution. Une Pologne autonome et souveraine, une Pologne polonaise. Une Pologne polonaise adossée au flanc de la Sainte-Russie, ce serait pour nous une menace permanente. La Pologne doit rester ce qu'elle est. Vous n'aimez rien, c'est un fantôme. Justement, je vous fais une proposition. Pas de résurrection de la Pologne, et je convaincrai les Anglais de cesser de monter l'Europe contre vous. Je ne supporte pas la manie des Anglais de faire la morale au monde entier. Si une nation a le droit de donner des leçons aux autres, c'est la France. Votre révolution a fait faire aux hommes un si grand pas vers la liberté.
Si vous aimez tant la liberté, pourquoi la Russie pratique-t-elle encore le servage? Sire, vous ne prétendez pas tout réformer. Enfin, pas en une seule fois. Oggi Forlì ha assolto al suo compito di riconoscenza verso gli eroi che combatterono per la patria. Ed è giusto che il monumento ai caduti comprenda anche i martiri della rivoluzione fascista. Qualche volta i ritardatari si domandano con chi oggi sarebbero i caduti della grande guerra vittoriosa? Con noi! Perché è questa l'Italia che essi volevano. L'Italia forte, ordinata, potente, tenace nei suoi sforzi e nelle sue fatiche. Ma c'è la prova! Con chi sono i mutilati? Con chi sono i combattenti? Con chi è tutta la generazione che ha sofferto il calvario della guerra? E col regime, e con la rivoluzione delle camicie nere! Еще одна причина. Так как люди стали жить у нас лучше, чем в старое время. То и размножаться стали быстрее. Это очень хорошо. Мы это приветствуем, товарищ. Сейчас у нас каждый год чистого прибытка. Население 3 миллиона. Это значит... Каждый год мы получаем приращение на целую Финляндию. 10 лет, 10 Финляндий. 10 государств. Народу пробивает здорово. Смертности мало, рождаемость поднимается. Молодые, маленькие детишки, о них забота у нашего правительства большая, мы сами знаем. Растут, выживают.我们争取走我们的前沿从来没有走过的奇迹光荣伟大的事业我们的目的一定要达到In Berlin sieht es schlimmer aus, als es ist. Die Divisionen müssen auf jede Weise aufgefüllt werden. Zur Not mit Zivilisten. Wenn die Sowjets vor Berlin zurückgeschlagen werden, so wäre das ein großes Beispiel. Die ganze Welt würde aufhorchen. Wenn es wirklich stimmt, dass in San Francisco unter den Alliierten Differenzen entstehen und sie werden entstehen, dann kann eine Wende doch nur eintreten, wenn ich diesem maßlos gewordenen proletarisch-bolschewistischen Koloss entgegentrete. Schlage ich hier erfolgreich und halte ich die Hauptstadt, dann kommen die anderen doch zu der Überzeugung, dass es nur einer sein kann, der den Bolschewiken Einhalt zu gebieten in der Lage ist. Und das bin ich. Wenn ich diese Schlacht gewinne, dann verspreche ich mir davon nicht für meinen persönlichen Namen, nicht für meinen persönlichen Ruhm. Es ist für die Geschichte. Geht die Sache gut, ist es sowieso gut. Geht sie nicht gut, wird Europa bolschewistisch werden. In 5 Jahren spätestens wäre der Führer eine legendäre Persönlichkeit und der Nationalsozialismus ein Mythos, weil er durch den letzten großen Einsatz geheiligt wäre. Alles Menschliche, das man heute an uns kritisiert, das wäre dann mit einem Schlag abgewischt. Nur hier in Berlin, nur hier kann alles gerettet werden.
und den letzten Mann dafür einzusetzen. Das ist unsere Pflicht.